Maria Clara Fröhlich, wir sind heute hier in Tübise. Sie haben mit die deutsche U15 gegen Belgien gespielt. Wie war das Spiel? Ja, wir haben sehr gut gestartet eigentlich und dann am Ende waren viele lange Bälle und wir wollten es mit der Brechstange versuchen und am Ende haben wir halt das Tor gemacht. Ja. Sind wir sehr froh drüber. Am Beginn, Sie machen ein schönes Freistoß. Ja. Ist das eine Spezialität von Sie? Nicht unbedingt, nein. Nein. Und was haben Sie von der belgischen Mannschaft gefunden? War das ein guter Gegner? Ja, sie haben sehr gut verteidigt. Es war sehr schwer, nach vorne vor das Tor zu kommen. Ja. Und wie sehen Sie die Zukunft? Was hoffen Sie? Ja, natürlich hoffen wir, dass wir die nächsten Spiele alle gewinnen werden und dass wir uns gut weiterentwickeln. Okay, Dankeschön, viel Spaß und viel Glück auch. Dankeschön.